Mit unserem Lasercutter kann man nicht nur plane Oberflächen gravieren, sondern auch runde, also zum Beispiel Flaschen oder Gläser. Dazu gibt es eine spezielle Rundgravureinrichtung, in der man solche Objekte einspannen kann. Und jetzt schauen wir uns an, wie man ein einfaches Trinkglas mit einem Schriftzug verziert. Um etwas auf einer runde Oberfläche wie dieses Glas hier zu gravieren, geht man von der Datei an sich nicht anders vor, als wenn man es auf eine Fläche gravieren würde. Man muss halt bei der Größe nur aufpassen, dass sich das nachher am Radius auch ausgeht. Und außerdem muss man, wenn ich diesen Text, den ich hier schon vorbereitet habe, so vor mir sehe, das Ganze noch um 90 Grad drehen. Das heißt, die Schrift muss immer von oben nach unten zeigen. Nachher wird das Glas so in den Lasercutter eingelegt und das wird dann hier eben in dieser Richtung aufs Glas drauf graviert. Wenn ich den Schriftzug oder das Bild fertig habe, kann ich hier einfach auf Datei drucken gehen, wähle als Spirit GX den Lasercutter hier aus und in den Einstellungen kann ich dann die materialspezifischen Einstellungen machen. Für Glas zum Gravieren gibt es bei uns im Wiki Einstellungen, das heißt unter wiki.happylab.at gibt es Materialeinstellungen, die funktionieren. Das heißt, ich sehe hier Glas für Engrave bestimmte Speed, Power, PPI Werte und die übertrage ich einfach. Ich habe meine Zeichnung in der Farbe schwarz gemacht, das heißt hier in schwarz stelle ich das Ganze ein. Die Glaseinstellungen sind 51, 65, 500 und das muss ich hier mit den Schiebereglern einfach einstellen. Das heißt 61, 65 und 500. Ich habe hier einen Rastermodus, weil ich hier Flächen gravieren möchte. Und ich stelle auch die Luft als Zublasung ein. Unter Papier muss man dann noch die Größe vom Material eingeben, also in dem Fall von dem Glas. Das ist vielleicht beim Glas nicht so ganz klar, was da einzustellen ist. Erstens muss man hier unter Optional Item die Drehvorrichtung auswählen. Das ist, was wir nachher einbauen werden, um das Glas einspannen zu können. Und jetzt habe ich hier neue Eingabemöglichkeiten. Erstens gebe ich eine X-Größe ein, das heißt die Länge von dem Glas. Das ist ca. 10 cm und zweitens den Durchmesser vom Glas, das ist 58 mm. Das Programm berechnet dann daraus automatisch die Fläche, die hier auf dem Umfang aufliegt. Das heißt, wenn ich jetzt auf OK gehe, dann sehe ich hier in der Druckvorschau und ich schaue mir immer die Druckvorschau an, um nochmal sicher zu gehen, dass alles passt, das Ganze aufgespannt. Das heißt, die Achse hier ist der Umfang von dem Glas. Und hier kann ich jetzt wieder meinen Cheers, meinen Schriftzug, frei positionieren. Ich tue es immer in die linke obere Ecke, weil das ist der Referenzpunkt vom Lasercutter. Das heißt, später stellen wir den Laserpointer irgendwo hin und dieser Punkt ist die linke obere Ecke und am naheliegendsten ist es, wenn er gleich dort anfängt. Von dieser Ansicht hier muss ich nur mehr auf Drucken gehen, das heißt dieses kleine Druckersymbol hier drucken, dann wird der Druckjob zum Lasercutter geschickt und dort muss ich ihn dann nochmal manuell starten, nachdem alles richtig eingestellt ist, das heißt Fokus und das Glas eingespannt und die ganzen Sachen, die man direkt an der Maschine machen muss. Bevor ich die Rundgravureinrichtung einbauen kann, muss ich den Wabentisch aus dem Lasercutter hinausnehmen. Dazu einfach den Deckel öffnen und mit dem Wabentisch ein bisschen hinunterfahren. Das heißt, die Pfeiltaste hinunter bewegen. Sodass ich ihn durch die vordere Klappe hinausnehmen kann. Der Wabentisch ist ganz einfach mit zwei kleinen Schrauben an der Vorderseite befestigt, die sich mit der Hand herausdrehen lassen. Diese Schrauben einfach lösen, nicht verlieren und irgendwo aufbewahren, sodass man nachher den Wabentisch wieder einbauen kann. Jetzt lässt sich der Wabentisch ganz einfach nach vorne hinausheben. Bitte immer vorsichtig damit umgehen, diese feinen Waben, die beschädigen sehr leicht, aber wenn man das Ganze irgendwo in Sicherheit bringt, dann kann man ihn nachher wieder unbeschadet einbauen. Die Rundgravureinrichtung befindet sich im Lasercutter hier unten in dem Kästchen. Diese lässt sich einfach auf den Tisch auflegen und mit zwei Schrauben fixieren, die ebenfalls hier unten drinnen sind. Die richtige Position von der Rundgravureinrichtung findet man anhand der zwei Bohrlöcher für die Schrauben. Das heißt, das Ganze mal über diese Bohrlöcher positionieren
und einmal locker die Schrauben mit der Hand hineindrehen. Die Rundgravureinrichtung muss dann nur mehr an den Lasercutter angeschlossen werden. Dazu wieder diese Klappe öffnen und das Kabel hier oben anstecken. Am besten auch den Stecker festschrauben, dass sich die Verbindung nicht lösen kann und dass auf jeden Fall Kontakt da ist. Nach dem Einbau auch wieder alle Klappen zumachen, das ist ganz wichtig, weil hier überall Sensoren verbaut sind, die erkennen, wenn eine Klappe offen ist. Wenn man das einmal soweit eingebaut hat, dann muss man den Lasercutter noch einmal neu starten, dass die Rundgravureinrichtung erkannt wird und dass die Referenzfahrt dementsprechend angepasst wird. Zum Neustarten einfach hier auf der Seite den Hauptschalter einmal auf Aus und dann kurz warten und das Ganze wieder einschalten. Diese Referenzfahrt mit der Rundgravureinrichtung unterscheidet sich nicht viel von der normalen Referenzfahrt, nur dass der Tisch zuallererst hinunterfährt. Die Rundgravureinrichtung hat eine bestimmte Höhe und dass der Laserkopf nicht an der Rundgravureinrichtung anschlägt, muss zuerst der Tisch hinunterfahren. Nach der Referenzfahrt sollte der Laserpointer direkt auf diesen silbernen Punkt zeigen. Je nachdem, wie gerade man das eingespannt hat, muss man dann eventuell die Rundgravureinrichtung noch ein bisschen verschieben, sodass der Laserpointer genau auf den silbernen Punkt zeigt. Und dann kann man die Schrauben richtig festschrauben mit dem Inbusschlüssel, sodass sich da nichts mehr verschieben kann. So zylindrische Körper wie zum Beispiel dieses Glas kann man jetzt einfach hier in die Rundgravureinrichtung einspannen. Der hintere Teil lässt sich frei verschieben und mit Hilfe dieses Hebels kann man das Ganze festdrücken. Das Glas sollte hier möglichst zentrisch eingespannt sein, dass ich es nachher schön drehen kann. Der Lasercutter steuert jetzt die eine Achse mit dem Kopf hier an. Und die zweite Achse ist gesperrt. Statt dass er in der Y-Achse fährt, wird jetzt das Glas mitgedreht. Ansonsten funktioniert das Gerät aber gleich, wie wenn ich auch auf plane Oberflächen graviere. Fokussieren mit Rundgravureinrichtung würde ich immer mit dem manuellen Fokusstift machen. Dazu den Fokusstift einfach draufsetzen und dann mit den Pfeiltasten so lange mit dem Tisch hinauffahren, bis die Oberfläche von dem Glas diesen Stift knapp berührt. Am besten auch von der Seite schauen, dass genau auf der Oberfläche ist und dann ist für die Gravur die Einstellung ideal. Wie immer nicht vergessen, diesen Stift runterzunehmen, er kann sich sonst lösen und die Gravur zerstören.